Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. So, der Kunde erwartet die Lieferung bald. Ja, das liegt daran, weil es der nächste Tag relativ früh morgens ist. Und ja, das hört aber auch gleich wieder auf. Im Multiplayer kommt man eh immer früh genug. Es ist noch so ein kleiner Bug, den man noch beheben muss, weil man kann so manche Fahrten ja nicht an einem Tag machen. Ne? So, jetzt schalten wir auch das Fernlicht mal ein. Letzte Stunde habe ich geschlafen und ja, jetzt geht es hier auch direkt weiter in Richtung London. Es sind nur noch 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Runde hier schaffen. Schaffen aber wahrscheinlich. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher. Und ja, mir ist aufgefallen, am 3.6.2013 habe ich den Kanal aufgemacht und das ist jetzt schon 27 Tage her. Also schon über ein Jahr mache ich das jetzt. Und ich glaube aber so am 30. oder so habe ich auch angefangen mit den ersten richtigen Videos. Auf jeden Fall, ja, es ist jetzt ein Jahr her, dass JulePiece 72 läuft. Wir kratzen jetzt an die 500 dran. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Leute, für eure Unterstützung. Und ja, rast gerade einer an mir vorbei. Ja, fährt auch ganz ordentlich. Dann ist das nämlich kein Problem, wenn die ordentlich fahren. So, ich möchte aber auch keinen Crash jetzt verursachen. Deswegen versuche ich hier auf geraden Strecken zu überholen. So. Ja, die fahren alle ganz brav heute. Was ist denn heute los? Die sind ja alle so nett. Boah, im Hintergrund spannende Musik. Ich muss mal gerade ein bisschen was lauter machen. So, jetzt ziehe ich mal gerade wieder rüber, bevor ich ihn hier voll wegbashe. So, hier ist irgendwo eine Blitze, aber das ist mir scheißegal. Ah! Da war eine Wand. Beziehungsweise eine Leitplanke. So. Ich wiederhole es übrigens nochmal, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in diesem Let's Play gesagt habe. Sommerferien, wenn ihr das seht, in der nächsten Woche fangen die Sommerferien an. Erste Woche bin ich nicht da. Dort bin ich weg. Ich bin halt nicht da und ich kann, ich muss hier raus, keine Videos machen. Aber ihr kriegt trotzdem Videos, die nehme ich alle vorauf. Und ja, ich werde das am Anfang jeder Episode, die ich voraufgenommen habe, sagen, dass sie voraufgenommen ist. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, Official TS3 Server, ts3.ets2mp.com, Frankfurt, get out. Ah ja, man sollte auch richtig schreiben können. Learn German, you fools! Okay, hier ist Traum von, ich glaube es ist Amsterdam. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wo fahren wir denn hier rüber? So, schön vorsichtig. Irgendwo müssen wir hier runter. Hier. Ah, Leute! Ah, Non-Collision Area. Machen wir es aber trotzdem mal so, wie man es richtig auch machen würde. Und zwar mit ein bisschen Abstand halten. Groß ausholen. Und vor allen Dingen bremsen. Das wäre cool, wenn die das so in den Multiplayer machen können, dass man halt wirklich den Zug voll macht, ein bisschen warten muss und dann der Zug auch wirklich wegfährt und dann anfängt zu laden. Ich würde das richtig feiern. So, fahren wir mal wieder an. Komm schon. Nicht allzu schnell hinten drauf fahren. Ich lasse ihn jetzt einfach mal rollen. Wenn ich einfach einen Gang rausnehme, dann rollt die Sau nämlich an. Es geht aber relativ schnell jetzt hier gerade vorwärts. Das ist ganz okay. Solange es halt vorwärts geht, ist das ja okay. So. Der Mihail. Übrigens, der Motor ist stärker als die Bremsen hier bei ETS. Ich bremse nämlich gerade voll. Oh, geringer Luftdruck. So, neutral rein.
Kannst du mal aufhören zu rollen? Ein geringer Luftdruck ist immer scheiße, da bleibst du nämlich erstmal stehen. So, jetzt rollt er auch wieder. So, einmal vorsichtig hier draufziehen. Zack, da spawnt auch schon einer. So, der fährt aber ja raus. So, jetzt bin ich hier dran. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen... Übrigens, meine Maus funktioniert wieder, obwohl ich den PC nicht neu gestartet habe. Nach Folkestone aufbrechen. Also so aufbrechen, so... Das war jetzt aufgebrochen. Ah, schön. So. Dann fahren wir hier mal wieder raus. So. Da vorne ist die Ausfahrt. Aufbrechen. Ja, Entschuldigung, er war schlecht, ich weiß. So, dann ziehen wir hier mal rein und hoch. Mal gucken, wo die No-Collision-Area aufhört. So. Okay. Normalerweise fliege ich hier bei diesen Verbindungen immer raus, wenn ich hier rüber wechsle nach England. Ah, fuck, ich muss jetzt links fahren, ne? Nein! Okay. Ah, ich wollte es ja so. So, es sind noch 2 Stunden. Ja, das schaffen wir heute noch. So. 3 von sie left. So, you have left non-collision zone. Sehr gut. Kommt keiner, dann können wir auch auf die Bahn fahren. So. Links fahren, links fahren. Denken, denken, denken. Links fahren. So. Guck mal, wie der da vorne leuchtet, ey. Autobahn, Vollgas! Wie, du ziehst mir jetzt rein. Keine Lackierung. Oh, da hat einer einen Motorschaden. Oh, Leute. Linksfahrgebot ist in England. So, Trameri. So, ich dachte, hier vor wäre noch eine Abfahrt. Scheiße, jetzt habe ich vor die Abfahrt verpasst. Ja, ja, ich lass dich ja durch. Scheiß Kacknoob. Mann, so. Ich bin natürlich ein absoluter Profi. Tschö. Ja. Man solle nicht lügen. Lügen! Gott. Na, na, na. Leute, holt euch besseres Internet. Meinst du, zumindest ein bisschen stabil? Was für ein Ping haben wir denn? 45 Millisekunden nur. Was geht eigentlich? Damit habe ich den kleinsten Ping hier in der Nähe. Manchmal. Ja. Pink. Nee, ich meinte jetzt eigentlich die Geschwindigkeit. Pink. Boah, Leute. So, jetzt blinkt hier irgendwann. Oh, was war das denn jetzt? Oh, fuck, 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 fuck. So. Arschloch. 8.13 war das, ne? 8.13? 8.13. Ja, warte mal hier. Warte, warte, warte. Erstmal wieder in die 1. So, ja, mache ich jetzt. Weil, warte mal. Report
813, 813, Ramming. So. Ja, ganz ehrlich. So. Der blockiert hier voll die Straße. Entschuldigung, dass ich ihn jetzt gereportet habe, aber ganz ehrlich, wenn er mir vorne reinfährt oder einem anderen vor mir, dann habe ich ja keinen Bock drauf. Dann darf er auch gerne runterfliegen. So, das Schild nehmen wir natürlich professionell mit. Leute! Fahren! Fahr! Arschloch. So, es könnte sein, dass ich hier ein bisschen was viel fluche. Du Wichs! So, dann fahren wir natürlich auch direkt links auf der Spur, da wo man fahren soll. So, das mit diesem Nummernsystem ist echt praktisch, sonst bis ich nämlich jetzt seinen Namen eingetippt hätte. Man muss ja einfach nur 813, ist ja die ID, die da drüber schwebt. Ich habe ja die ID 602 wäre es dann gewesen. Und ja, damit kann man dann ganz einfach jemanden reporten in Sekundenschnelle. So, mein Sprit geht langsam wieder leer. Relativ schnell sogar. Obwohl ich das eigentlich auf realistisch geschaltet habe. Naja, ist egal. Ich kann es mir ja leisten. So. Kurve, Kurve. Übrigens, die Let's Plays vom Herrn Frenkel vom Monster Convoy sind online. Die müsst ihr euch mal angucken, ist ganz witzig. Ich habe da ja mitgewirkt bei den Aufnahmen und ja, ist eigentlich ganz witzig geworden. So. I see you rolling, rolling, rolling. Boah, diese ganze Zeit diese spannende Musik. Ich hoffe, dass ich deswegen keine GEMA-Probleme kriege. Oh, dreispurig. Boah, in England ist ja nichts los, ne? Kann man ja fahren, wie man will. So. Oh Gott, ich fahre aber auch gerade eilig. So. Da kommt wieder diese Scheiße. So! Mann! 55 abgezogen bekommen. Ja, ach komm. Halt die Fresse. La, la, la. Stunden später. Du, du, du. So, rasen wir hier mal gerade auch durch. Puh, nobody cares. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Meine Fresse, mit der Geschwindigkeit zu fahren, ist echt lebensgefährlich. So. Muss gerade ausprobieren, was das Reinklicken von dem rechten Stick machte nochmal. Ortschaft? Wo sind wir denn hier? 30? Ach, Quatsch. Hier ist eine 30er-Zone und ich fahre mal mit 144 hier durch. Ja. Kurve. Was der Lenker hart. Oh Gott. Und ich muss hier abbiegen. Komm, Bremse! Alles reinhauen, was geht. Das Geklick ist übrigens der Retarder, den ich dann reinhaue. Ja, der biegt auch ab. So. London. Wir sind noch fast da. Das ist gut, weil die Folge ist auch gleich vorbei, meine Damen und Herren. Baump, 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 baump. Erster Aufenthalt in London. Welcome to London. Sieht man hier irgendwie mal ein London Eye oder sowas? Nee, da ist London Airport Heathrow. Obwohl Heathrow ist ein bisschen was weiter weg.
London, Central Airport gibt's noch, aber pff, der ist so kacke. So ein kleines Ding. Das ist der zweitgrößte. Mitten in London. Bisschen dynamisch. Gut, so dynamisch doch wieder nicht. Passt. Passt. So. Direkt geht die Framerate runter. So, rein in den Kreisverkehr. Beim Rausfahren blinken. Ja, genau so. Und wir müssen zur NBFC. Das kommt jetzt hier gleich links. Ne, beim Reinfahren nicht setzen, aber beim Rausfahren. Ah, genau so. Und wir fahren bei NBFC rein. Und liefern da ab. Und dann wird abgerechnet. So, mal gucken, ob ich den jetzt hier auch möglichst schnell reinkriege. Reinkrieg. Ach komm, Leute. Weg. Wenn ein Anhänger abfahrt, weg. Ja, halt die Fresse. Ah. Menschen, ey. Menschen. Ich hasse Menschen. So. Muss jetzt eigentlich passen. Falsche Richtung eingelenkt. Wehe, das passt hier nicht. Ich stehe zwar locker einen halben Meter daneben. T. Verspätet. Stunden. Scheiße. Ja. Fortfahren. Ja, da würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play. Jetzt wollte ich fast wieder um sie zwei sagen. Aber nein, von Euro Truck Simulator 2. Bis dann. Man sieht gar nichts. Tschüss.